Ja, jetzt seht ihr das Spiel. Schön. Haben wir auch Chatbubble? Haben wir Bubble? Haben wir Bubbles? Ja, wir haben Bubbles. Schön. Tatsächlich haben wir noch sehr viel vor uns von dem Spiel, wirklich. Also es sieht so aus. Krass. Fühlt sich gar nicht so an. Also. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte schon gesagt, dachte, das wäre die Hälfte so ungefähr. Ja, Computer, genau. Dankeschön für die Herzen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Also, ist das Spiel zu laut? Nee, ich glaube, müsste eigentlich gehen. Ich glaube, es ist nur bei mir so laut. Okay, kurze Zusammenfassung für die, die Coffee Talk nicht kennen. Wir sind der Besitzer von einem Café. Das Spiel ist so ein Visual Novel quasi, das einfach wir unterhalten uns mit den Leuten, die das Café besuchen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt wir sind, aber wir sind auf jeden Fall ein Café, das nachts auf hat. Also es ist nicht so ein Tagsüber-Café, sondern so nachts halt auf, so um Mitternacht rum. Und wir leben in einer Welt, wo es nicht nur Menschen gibt, sondern es gibt auch Elfen, Succubus, Werwölfe, Vampire und all sowas. Also gibt sehr, sehr viele verschiedene Individuen. Und das ist zum Beispiel unsere Stamm. Da hat man gerade einen Katzenschwanz hinten gesehen. Genau, Nikomimis gibt es nämlich auch. Da hat man. Das ist unsere Stamm. Stammkunden? Kunden heißt das. Unsere Stammkunden. Und wir müssen halt Kaffee und Tee für unsere Leute zubereiten, das, was die möchten. Und das ist so ein bisschen die Story. Jetzt sind wir ein bisschen reingeworfen. Es ist auf jeden Fall jetzt ein neuer Tag und wir starten da jetzt rein. Und du bist sicher, dass das funktionieren könnte? Ja, vielleicht wird es schwer werden. Aber das wird die Story nochmal verändern. Genau, das ist Freya und sie schreibt ein Buch über, also ein fiktives Buch über die Geschichten, die sie im Café hört. Also sie verändert das so ein bisschen, dass es halt so mehr fiktiv ist, aber ja, sie schreibt dann ein Buch gerade. Veränderung ist nicht immer gut. Das ist ein gutes Konzept. Aber du müsstest das sehr bedacht angehen und taktvoll. Ich weiß. Okay, kein Plan. Da hat irgendwie jetzt haben zwei, drei Bubbles gefehlt am Anfang. Keine Ahnung. Hey Gala! Einen guten Abend allerseits. Willkommen, Gala. Störe ich? Es sah so aus, als wärt ihr in einer angeregten Diskussion gewesen. Ach, nichts. Mimi hat mir nur gerade etwas Feedback gegeben. Für das Buch, das ich gerade schreibe. Ach, stimmt, wir haben mir Feedback gegeben. Ja, das macht Sinn. Hat sich wie eine fesselnde Diskussion angehört. Was bringt dich heute Abend hierher? Ich wollte nur etwas rumsitzen und entspannen. Das ist auch wichtig. Lass dich bitte nicht von meiner Anwesenheit unterbrechen. Oh, keine Sorge. Auch wenn ich Mimi für einen Moment stören musste. Kein Problem. Wie kann ich dir helfen? Ich hätte gerne eine Tasse von. Erinnerst du dich an mein Heilmittelchen? Natürlich. Ich kann versuchen, das noch einmal zu machen. Bei meiner letzten Bestellung hat es noch nicht ganz meinen Nerv getroffen. Erinnerst du dich? Mit Ingwer und Tee. Und die dritte Zutat ist definitiv eine ganz andere. Okay. Erinnerst du dich mit Ingwer und Tee? Ach so, okay, damit das die letzte Bubble ist, die wir sehen. Also, wir brauchen. Ah, ich habe mit Controller gespielt. Wait a moment. Ja, geht sogar direkt. Also. Tee und Ingwer. Ah, die Sache ist die. Also, das ist ein Werwolf. Und es gibt bestimmte Getränke, die bei einem Werwolf dafür sorgen, dass er weniger wütend wird. Und das ist halt so ein bisschen das Heilmittel, nach dem er sucht. Wir müssen jetzt hier mal gucken. Okay. Ah, schwierig. Ich weiß nicht, was die dritte Zutat sein könnte. Definitiv was ganz anderes.
Wir versuchen Zitrone. Wir versuchen mal die Zitrone zu nehmen. Und? Biss. Ich bin auch gespannt. Naja, dieses Getränk beinhaltet nicht mal die beiden zu. Ich hab Tee und Ingwer benutzt. Nicht mal ansatzweise. Oh, entschuldige meinen Fehler. Hä? Wir haben doch... Ich bin sehr verwirrt. Wie gesagt, lass dich durch meine Anwesenheit nicht unterbrechen. Keine Sorge, Gala, wir sind für heute fertig. Du bist fertig. Ich habe viele neue Dinge zu tun, dank deinem Feedback. Gern geschehen. Kommt Hide heute her? Nein, ich bin wohl alleine hier. Also wird es ein ruhiger Abend. Das ist nicht nett, Freya. Oh komm schon, das meine ich nicht böse. Er muss dran arbeiten, seine Gedanken rücksichtsvoll zu äußern. Er strahlt das zwar nicht aus, aber er ist eigentlich eine wirklich herzliche Person, weißt du? Ja, das strahlt er wirklich nicht aus. Du auch nicht. Oh komm schon. Er ist so cute. Guten Abend. Willkommen, Baileys. Hey, wie geht's dir, Freya? Nicht so gut. Was ist denn los? Mimi hat mir heftige Kritik zu meiner Story gegeben. Feedback eher. Hartes Feedback. Benötigtes Feedback. Hört sich interessant an. Was ist das Problem mit der Story? Die Story ist nicht linear und keine einfache. Stell dir eine interaktive Geschichte vor, aber erwachsen. Hört sich erstmal ziemlich normal an. Aber statt dass du dir die Seite aussuchst, wo du weiterlesen kannst, bekommst du für jede Entscheidung eine bestimmte Anzahl an Punkten. What? Alles klar, Bernd. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Nachmittag. Dankeschön. Diese Zahl bestimmt, auf welche Seite du weiterliest. Das hört sich eher nach einem Videospiel als nach einem Buch an. Ich weiß, es ist kein neues Konzept. Aber meine Zielgruppe ist das klassische Massenpublikum. Mit der Hilfe meines Verlags könnte sich diese Art von Roman etablieren. Genau wie diese interaktiven Filme auf Netstream. Netstream, kennt ihr? Das Konzept gibt es auch schon lange, aber durch das Marketing und die Leute dahinter hat es sich auf dem Massenmarkt etablieren können. Hört sich interessant an. Und sehr ehrgeizig, Freya. Wenigstens ist es einfacher als meine anderen Ideen. Andere Idee, die da wäre, einen Roman nicht in Buchform zu machen. Wie viel Pflaster der hat. Ja, der ist halt ein Werwolf und kratzt sich halt anscheinend oft selber mit seinen Wolverine-Händen oder so. I don't know, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man dann Werwolf wird, aber er scheint das nicht gut im Griff zu haben. Das ist aber auch so seine Story hinter ihm quasi. Ein Roman, nicht in Buchform, sondern als Kartenspiel. Das klingt interessant. Jawohl. Als hätte sie alle Zeit der Welt. Und würde nicht noch bedenken müssen, dass sie die Geschichte in einer Welt spielen lässt, wo es nur Menschen gibt. Ah genau, Freya schreibt einen Roman übers Café in einer Welt, in der es nur Menschen gibt. Ist da irgendwie sehr meta, aber irgendwie cool. Wie bitte? Naja, es gibt einen guten Grund dafür. Wartet, bis ich fertig bin. Okay, okay. Aber wie Mimi schon sagte, für diese Idee habe ich keine Zeit. Ein normales Exposé vorzustellen wird schon eine schwierige Sache sein. Ich muss mir da nicht noch mehr aufhalten. In Ordnung. Worum geht es in deiner Story überhaupt? Da wirst du warten müssen. Ich will dich nicht spoilern. Wenn du meinst... Ach ja, ich habe noch nichts bestellt. Was willst du bestellen? Wenn du mir einen Ginger Latte machen könntest, wäre das toll. Latte ist mit Milch. Und Ginger ist Ingwer? Warte mal, das muss ich kurz googeln. Was heißt Ginger nochmal? Ja, Ingwer. Ach, okay. Warum sie das jetzt nicht übersetzt haben, ist weird. Mal gucken, ob der Ginger Latte rauskommt. Nee. Milch, Ingwer, Kaffee. Das verwerfen wir mal gerade. Ginger Latte. Ich guck jetzt mal, wie das geht. Ginger Latte. Guck
Coffee, Ginger, Milk. Habe ich die Reihenfolge falsch gehabt? Coffee, Ginger, Milk. Also ich hatte Milch zuerst. Ginger Latte, yes! Ist das jetzt im Brewpad neu? Ja, okay, ich mache einfach immer die Getränke falsch. Ich verstehe. Krass. Was ist hier jetzt neu bei Facebook? Baileys? Wer ist Baileys? Ach, der Typ, der da gerade sitzt. Ja, stimmt, stimmt. Freiberuflicher Designer und größter Pumpkin Spice-Fan. Ja, warum kann ich den mittleren Teil nicht lesen? Naja. Okay, wir haben mehr über ihr erfahren. Hattest du eigentlich nicht letztens die Cam auf der anderen Seite? Nee. Nee, noch nie. Also, okay, noch nie heißt nicht, stimmt nicht. Ich glaube, bei Stardew Valley war meine Kamera da drüben. Aber bei Coffee Talk bisher tatsächlich immer nur hier. Ich habe auch nur noch die beiden Szenen, wo die Kamera entweder hier oben in so großes oder unten in klein. Aber früher hatte ich die öfter mal auf der linken Seite. Also ich mache die immer für das Spiel, wo es halt am besten passt. Das ist tatsächlich ein bisschen einfacher, wenn man nur noch ein Spiel mit Kamera spielt quasi und den Rest mit VTuber. Weil man nicht sehen kann, welchen Café du hast. Oh. Ihr seht die Zutaten nicht, ne? Das meinst du? Ich weiß gar nicht, warum. Es hat noch nie jemand angemerkt. Dankeschön. Aber ich guck mal. Er hat das Endergebnis. Ah. Ich lese euch aber vor. Ich hoffe, das reicht, weil ich wüsste nicht, wo ich die Kamera sonst hinmachen soll, wenn ich ehrlich bin. Das ist das Problem. Ich muss kurz mal auf Toilette. Hier sage ich noch hier bitte und dann bin ich gleich wieder da. Da, da bin ich wieder. Ledrima, ich gucke jetzt doch mal kurz nach. Wie ich das sonst immer hatte, die Kamera. Das fuchst mich jetzt ein bisschen. Das kriegen wir hin. Wo ist Coffee Talk? Da ist Coffee Talk. Ah, bei Stacklands hatte ich sie unten rechts. Aber bei Coffee Talk tatsächlich exakt so wie jetzt gerade. Hä, lustig. Aber schon immer? Ja, lol. Also ihr habt das bisher einfach noch nie gesehen. Immerhin. Aber ich lese euch, ich achte besser drauf, dass ich es euch vorlese. Das ist ein guter Einwand. Wo ist... Ja, hier, okay. Okay, weiter geht's. So, er hat Danke gesagt. Schmeckt dir denn auch? Verdammt, der ist gut. Mit deinem Talent frage ich mich, warum du keinen größeren Laden hast. Die Größe meines Cafés genügt mir. Hahaha. Wenn es dir gefällt. Ach, wenn es dir gefällt. Ach, keine Ahnung, wie betont man das? Ich weiß es nicht. Wenn es dir gefällt. Übrigens, wie geht's dir, Baileys? Bist du immer noch mit deinem letzten Auftrag beschäftigt? Oh, mit der Kundin bin ich durch. Durch? Aus dem Projekt ausgestiegen? Nee, ich bin noch nicht verrückt. Ich brauche schließlich das Geld. Durch mit dem Projekt fertig. Ich habe die letzten Tage damit verbracht zu schauen, dass ich das Projekt noch vor der Deadline fertig bekomme. Hat es dir gefallen? Sie fand es überwältigend. Oh, wie schön, das ist ein schöner Kundenfeedback. Sie hatte natürlich einige Sachen zu kritisieren, aber ich habe sie überzeugen können. Mit der Hilfe von ein paar Fachbegriffen, die sie nicht versteht. Also hast du das Projekt beendet, indem du ihr Scheiße erzählt hast?
Nur die feinste Scheiße, meine Damen. Das muss man beherrschen, wenn man freiberuflich arbeitet. Oh Gott. Hast du jetzt gerade einen Auftrag? Nein. Ich erhole mich mal etwas von dem Stress. Ich muss an ein paar persönlichen Sachen arbeiten. Oh. An dir und Lua? So etwa. Übrigens, ich habe mich gefragt, wie habt ihr beide euch kennengelernt, wenn ich fragen darf? Darfst du. Aber ich war damals echt jung und blöd, weißt du. Oh, komm schon. Wer war das nicht? True. Stimmt. Also, damals in der Uni war ich ein ziemlicher Draufgänger. Oh, interessant. Und ich wollte was von der Freundin meines besten Freundes. Wie was? Okay, nochmal langsamer. Ich hatte damals einen besten Freund, ein Inkubus. Okay. Nennen wir ihn Cognac. Cognac hatte eine Freundin. Soweit komme ich mit. Und diese Frau hatte wiederum eine Freundin. Und von dieser Freundin wollte ich was. Oh, okay, verstanden. Sie war die schärfste Frau auf der Uni. Aber alle wussten, dass sie nicht der Typ Frau ist, die man daten wollte. Warum? Weil, ich will nichts Falsches sagen, aber diese Succubus war verdammt scharf. Und alle Typen wollten mit ihr schlafen. Sie war auch draufgängerisch. Huh, das hört sich gar nicht nach Lua an. Weil das nicht Lua ist, du Genie. Okay, warte mal, jetzt. Lua war die Freundin meines besten Freundes. Heilige Scheiße, das wird ja immer besser. Der Name von der anderen war, sagen wir mal, Rose. Und weiter? Ich kenne Lua dank der Freundschaft zu Cognac. Das sind nur ausgedachte Namen, oder? Ja. Also, darf ich weitererzählen, ohne dass du immer eine Zwischenfrage stellst? Okay, okay. Also habe ich Lua viel über Rose ausgefragt. Sie wusste, dass ich was von Rose wollte. Das hat sie stark genervt. Aber ich habe sie einfach weiter genervt. Naja, ich bin damals ziemlich rumgekommen. Eines Tages hat Lua uns besucht, als ich noch mit Cognac während der Uni zusammenwohnte. Ich bin gerade wiedergekommen und Lua hat vor der Tür gewartet. Totaler Zufall. Wir sind zusammen in die Wohnung gegangen und haben die beiden in Flagranti erwischt. Bitte was? Cognac hat mit Rose geschlafen. Oh, heilige Scheiße. Der Blick in Luas Gesicht, diese Ungläubigkeit, dieser Zorn, diese Traurigkeit. Ohne dass ich nachdenken konnte, habe ich Cognac einen in die Fresse gegeben. Du was? Ich habe angefangen, ihn zu verprügeln. Naja, eins habe ich noch nicht erwähnt. Cognac war ein brasilianischer Jiu-Jitsu-Lehrer, der Kinder trainiert hat. Ein ziemlich guter. Oh Mann. Ja, einen Schlag habe ich ihm verpasst. Dann hat er mich zu Boden geprügelt. Mit Leichtigkeit. Lua hat mich angefleht, mich nicht für sie zu prügeln. Naja, sie hat wohl eher versucht, dass Cognac aufhört. Hey, ich meine das ernst. Ich war am Boden, aber wollte nicht so einfach aufhören. Er hat mich ziemlich verprügelt. Also hat sich Lua danach um mich gekümmert. Und dann sind wir uns näher gekommen. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann genau, ist aus dieser Freundschaft eine Beziehung geworden. Was für eine Achterbahn der Gefühle. Ich weiß. Hast du Lua in letzter Zeit gesehen? Ja. Lua war vor ein paar Tagen hier. Wie geht's ihr? Auf meine Nachricht oder Anrufe antwortet sie nicht. Naja, zumindest scheint sie gesund zu sein. Sie hat hier allerdings mit jemandem gestritten. Mit wem? Mit diesem Model. Model? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine Frau ist, die mit einem Model ausgehen würde. Oh, sie haben sich nicht getroffen. Worüber haben sie sich dann gestritten? Naja, wir haben über eure Beziehung geredet. Lua hat erzählt, warum ihr euch gestritten habt, wegen der Familie und so. Und dann war da auf einmal dieser Typ, Hide, das ist der Vampir übrigens. Was hat er gesagt? Er hat nicht verstanden, warum Lua darauf besteht, dass deine Familie hinter eurer Beziehung stehen soll. Vor allem, weil du weißt schon. Warum? Weil du deine Familie verlassen würdest. Würdest du doch für sie, oder? Ja, würde ich. Ich bin fertig mit meiner Elfenfamilie. Warum eigentlich? Ich erzähle dir mal von meiner Familie. Oder davon, wie die meisten Elfenfamilien sind. Sie sind alle so arrogant und aufgeblasen. Als Elf musst du einige unbeschriebene Regeln folgen. Erscheinungsbild und Ansehen sind alles. Wir dürfen unsere Familie nie schlecht aussehen lassen. Du darfst dich nur mit bestimmten Leuten anfreunden. Du musst bestimmte Kleidung tragen. Du darfst nur bestimmte Jobs haben. Jobs, die ehrenwert und erfolgreich sind. Ärzte, Anwälte, Vorstände. Naja, ich wollte seit meiner Kindheit etwas Künstlerisches machen. Ich liebe das Zeichnen und die Kunst. Aber Künstler zu werden ist nicht gerade das, was Elfen als erfolgreich ansehen. Außer man wird zu Da Vinci.
Also bin ich vom BWL-Master zum Kunstmaster gewechselt. Meine Eltern haben sich total irrational aufgeführt und mir vorgehalten, dass ich damit nie reich und erfolgreich werden würde. Nur weil du einen Kunstabschluss machen wolltest? Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie machen Lua dafür verantwortlich. Wie meinst du das? Sie machen sie dafür verantwortlich, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen wollte. Dass ihre Art die ganze Gesellschaft verderben würde. Dass sie den dunklen Lord anbeten würde. Dass sie mich verhext und die ganze Familie verflucht hätte. Oh, wow, und das im 21. Jahrhundert. Das ist uncool. Ich will nicht so stark urteilen, aber deine Familie ist echt rassistisch. Da sagst du was. Durch Lua fühle ich mich lebendig. Sie hat mir gezeigt, dass ich meine Träume verfolgen muss. Ich verstehe nicht, warum Lua so besessen davon ist, dass ich mich mit meiner Familie vertragen soll. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe kein Problem damit, meine Familie zu verlassen. Das würde ich für uns beide machen. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr und ihrer Familie? Du könntest vielleicht deine Familie verlassen, aber sie nicht ihre. Ich... Gala, was sagst du dazu? Vielleicht hast du eine andere Sicht darauf? Sorry, ich wollte euch nicht belauschen. Aber ich habe euer Gespräch mitbekommen. Ist das richtig, dass die andere Person kein Elf ist? Ja, sie ist eine Succubus. Aha. Ich bin ein Werwolf. Danke. Für uns Werwölfe ist das Rudel das Wichtigste. Bei uns kommt die Familie vor allem anderen. Da streitet man sich auch oft. Aber wir würden unsere Familie nie aufgeben. Vielleicht gilt das für sie und ihre Familie auch. Und wenn du deine Familie für sie aufgibst, dann haben deine Eltern doch die Bestätigung dafür. In all ihren Vorurteilen gegenüber Succubus. So habe ich das noch nie gesehen. Ob es dir gefällt oder nicht, deine Taten wirken sich auch auf Lua aus. Und wenn du deine Familie für sie verlassen willst, lässt sie das in keinem guten Licht stehen. Lua würde für deine Taten verantwortlich gemacht werden. Das muss sie aber nicht. Ich verlasse meine verkorkste Familie, um mit ihr eine neue aufzubauen. Das lässt sich jetzt so leicht sagen. Aber du weißt nicht, wie das in der Zukunft wird. Eines Tages könnten sich Dinge ändern. Eines Tages könntest du deine Entscheidung bereuen. Eines Tages könntest du die "Ich habe meine Familie für dich verlassen" Karte ziehen. Wir lieben uns. Was auch immer passieren wird, ich werde mit ihr zusammen sein. Naja, weißt du, Liebe ist wie eine Flamme. Zuerst brennt sie lichterloh, aber danach wird sie ausgehen, wenn man ihr nicht genug Zunder gibt. Es ist schwer, eine Flamme dauerhaft im Brennen zu halten, weil das Leben ist voller Winde. Und eine Ehe, die wird nicht alleine durch Liebe bestehen bleiben. Wow, das ist deep. Wir haben uns. Das hat uns immer gereicht. Sag mal, bist du krankenversichert? Was? Ich bin ein Elf, warum sollte ich eine Krankenversicherung brauchen? Du wirst eine brauchen. Wofür? Unsterblichkeit ist ein Privileg der Elfen. Aber das wirst du verlieren, wenn deine Familie dich enterbt. Täglich verschulden sich Leute, weil sie plötzlich krank oder verletzt werden. Brauchen ihre ganze Sparnisse für eine 8-Dollar-Pille auf, weil man in diesem Land 20.000 Dollar dafür bezahlen muss. Und wenn ihr Kinder haben solltet, werden diese nicht die gleichen Privilegien wie ihr haben. Als Halbblut wird man sehr oft ausgegrenzt. Das sind Konsequenzen, die man nicht unüberlegt lassen sollte. Bitte denkt darüber nach. Naja, ich muss gehen. Es tut mir leid, dass ich mich so direkt eingemischt habe. Nein, danke für deine Sichtweise. Ich muss auch gehen. Wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen? Gerne. Danke für das Getränk, Mimi. Und danke, Freya. Ciao. Das war mal ein interessantes Gespräch. Das hat mir gut gefallen. Was? Durch dich habe ich 2 Kunden in einer Minute verloren. Hey, das war nicht meine Schuld. Die wollten eh gehen. Wirst du darüber in deinem Buch schreiben? Das ist ein Geheimnis. Wenn dein Buch über dieses Café gehen soll, wie kannst du so eine Geschichte verarbeiten, wenn nur Menschen vorkommen? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt dir eine Idee bei einem warmen Getränk. Hört sich super an. Gut, was dürfen wir für dich zubereiten? Ach, gar nichts. Okay, nächster Tag. Oder so. Oder ein paar Tage später. Shingenmaicha. Japanische Variation, in der Naturreis mit Ingwer vermischt wird. Okay. Dienstag, 29. September 2020.
The Evening Whispers. Coachella 2020. 10 Gründe, warum du auf das Festival fahren solltest. Sportliche Wettkämpfe im Weltall sind nur noch Jahrzehnte entfernt. Gesundheitsministerium verspricht, große Krankenhäuser am Verkauf illegaler Sedative gegen Zorn zu hindern. Ja, die Pokémon sind heute zickig, das fühle ich aber auch. Deswegen habe ich jetzt auch. Konzentriere ich mich lieber aufs Spiel. Ihr könnt trotzdem Pokémon. Aber die sind zickig heute. Haben wir überhaupt schon heute mal eins gefangen? Aber ich bin froh, dass es überhaupt geht, weil vorhin waren die Server down. Und deswegen ging Pokémon gar nicht. Das ist doch jetzt wenigstens ein bisschen besser, dass es immerhin funktioniert. Er hat sich kein bisschen verändert. Ich weiß. Aber es war wirklich nett, die Leute von damals mal wiederzusehen. Danke, dass du mich dazu überredet hast. Kein Problem. Mimi, ich würde gerne noch etwas bestellen. Das Übliche. Wollen wir noch mal etwas experimentieren? Ja, weißt du was? Du kannst gerne etwas Milch zu den Zutaten vom letzten Mal mischen. Du willst mich doch... Du weißt, was zu tun ist. Ich muss das jetzt mal kurz googeln. Also er hatte Tee, Ingwer und Milch. Wie heißt der nochmal? Gala. Da gucken wir doch mal. Wenn Gala als Werwolf im Café auftaucht, verliert keine Panik und bereitet ihm sein Heilmittel zu, den Sir Galahad. Dieser besteht aus Tee, Milch und Ingwer. Okay. Tee, Milch, Ingwer. We try. Ah, ihr könnt jetzt genau nicht lesen, wie der heißt. Aber tatsächlich hat es funktioniert. Das ist der Galahad. Gut. Versuch mal dieses Getränk. Danke dir. Genau das, was ich brauchte. Wir haben endlich mal wieder ein richtiges zubereitet. Und für dich, Hede? Möchtest du auch noch etwas bestellen? Für mich nichts. Übrigens, das konnte ich nicht überhören. Es scheint so, als wärt ihr heute sehr lange, als wärt ihr schon sehr lange befreundet. Sind wir, glaube ich. Er war bei meinem Bodyguard. Hä? Habt ihr euch nicht damals hier kennengelernt? Ja, als das Café noch eine Bar war. Was ist denn passiert? Er hat von ein paar Zwergen kräftige Tritte in den Arsch bekommen. Uff, diese zwei Bastarde. Das war nicht schön anzusehen, also bin ich eingeschritten. Sind Vampire nicht, naja, tough? Ich kann kein Kung-Fu, nur weil ich ein Vampir bin. Ich war etwas betrunken. Nüchtern hätte ich beide platt machen können. Etwas? Wirklich? Du warst total voll, Hede. Du hast denen erzählt, ich wäre dein Bodyguard. Moment, du warst doch nicht sein Bodyguard? Damals noch nicht, da kannten wir uns ja noch nicht. Aber wegen dieser Schlägerei haben wir beide aus der Bar, wurden wir beide aus der Bar geworfen. Und seitdem weicht dieser betrunkene Vampir nicht von meiner Seite. Wie, naja, mein Schatten. Er war natürlich auch zu betrunken, um Auto zu fahren. Also habe ich ihm ein Taxi gerufen. Und er war sogar so betrunken, dass er sich nicht an seine Adresse erinnert hat. So musste ich bis zum Morgen auf ihn aufpassen. Danke, Gala, dass du mich nicht einfach so auf der Straße liegen gelassen hast. Diese Zwerge hätten mich killen können. Was waren das für Zwerge? Ich darf das nicht leugnen oder bestätigen, aber diese Zwerge hatten eventuell etwas mit der Mafia zu tun. Und eventuell habe ich ihr Geld an der Börse verspielt. Viel Geld. Wow. Die wollten, dass ich für die Geldwäsche betreibe. Und das wollte ich nicht machen und das stattdessen sinnvoll nutzen. Ja, ich habe die Diskussion im Vorhinein mitbekommen, bevor sie in eine Schlägerei ausartete. Ich wusste, dass Hede unschuldig war, also bin ich ihm zu Hilfe gekommen. Er mag zwar ein nervender Arsch sein, aber kein Betrüger. Es war ein Zufall, dass mir das Universum genau dann einen Schutzengel gab. Das war cute. Und deshalb habe ich ihm am nächsten Morgen einen Job als Bodyguard angeboten.
Das war das Mindeste nach dieser Nacht. Hey, ich hab dir das Frühstück bezahlt. Sag nicht, dass das nicht zählt. Das war nicht gerade mein stolzester Moment. Ich war total pleite und konnte ein Frühstück nicht ausschlagen. Das war in den 60ern. Da haben Leute wie ich nicht einfach Arbeit bekommen. Werwölfe? Kriegsveteranen. Ah, verstehe. Und wie bist du dann von der Arbeit als Bodyguard zum Krankenhaus gekommen, Gala? Während er für mich arbeitete, bemerkte ich... Hide, können wir das überspringen? Sorry, die Details gehen niemandem etwas an. Kein Problem, entschuldigt, dass ich gefragt habe. Du kannst von mir aus die kurze Version erzählen. Kurz gesagt hat er mit mir, mit einer Sache geholfen. Eine Sache aus meiner Vergangenheit. Durch diese Hilfe habe ich einen neuen Sinn in meinem Leben erkannt, andere Leute im Leben zu helfen. Natürlich war es nicht einfach für einen Kriegsveteran und Werwolf als Krankenpfleger oder Arzt anzufangen. Deshalb habe ich in der Krankenverwaltung angefangen. Also könnte man sagen, dass ich diesem Typen mein Leben verdanke, dadurch, dass er so hartnäckig war. Oh, danke, dass du es mir erzählt hast. So eine Geschichte hätte ich von euch beiden nicht erwartet. Verständlich. Aber Mimi, jetzt würde ich gerne etwas bestellen. Was darf sein? Kannst du irgendein Getränk mit Tee machen, was gleichzeitig warm und kalt ist? Was macht kalt? Minze? Tee mit Zimt und Minze? Zimt-Minze-Tee ist da jetzt draus geworden. Machen wir mal Tee mit Zimt. Schauen wir mal. Das ist gleichzeitig warm und kalt, würde ich sagen. Was kommt da jetzt raus? Minze-Zimt-Tee, wow. Okay, das gucke ich auch mal gerade nach. Eistee? Glaub, der geht so nicht. Also, der geht mit den Zutaten, die ich habe, nicht. Sommernachtstraum. Tee, Zitrone, Honig. Tee, Zitrone, Honig ist gleichzeitig kalt und warm. 4-4. Das könnte doch eine Idee sein. Also ich habe jetzt eine Liste halt mit den Zutaten. Und dann stehen so Nummern nebendran. Und da war jetzt halt warm und kalt beide 4. Und das heißt der Sommernachtstraum. Das klingt eigentlich recht cute. Wir probieren es mal. Oh nein, ich habe aus Versehen verworfen. Was war das jetzt? genau, Eistee. Ich habe keine, kein Eis oder sowas. Tee, Zitronen, Honig. Deswegen wüsste ich nicht, wie ich Eistee machen könnte. Okay, wir haben den Sommernachtstraum. Wir gucken mal, ob's mundet. Hier ist deine Bestellung. Genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Das klingt gut. Das klingt sehr. Ah, da ist der Galahad. Und der Sommernachtstraum. Ups. Gehen wir mal auf Facebook. Ach, wir haben mehr über Hide erfahren. Stimmt. Genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Übrigens fehlt noch jemand heute in diesem Café. Ja, ich habe sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Da ist Freya. Hallo, liebe Leute. Und Vampire. Auch schön, dich zu sehen. Freya, wir haben gerade über dich gesprochen. Wirklich? Was denn? Du hast hier gefehlt. Das hat mich überrascht. Bekommst du damit Frauen rum, die deine Enkeltöchter sein könnten? Das wird bei mir nicht funktionieren.
Ha, ich will doch nicht mit dir flirten. Ich habe höhere Ansprüche, weißt du. Oh, du. Das ist schon krass. Das ist wirklich Anti-Flirten. Du siehst heute so müde aus, Freya. Anstrengender Tag auf der Arbeit. Ha, so offensichtlich. Nennen wir es Werwolf-Instinkte. Natürlich. Ich habe Mimi meinen Entwurf gezeigt und wirklich hilfreiches Feedback bekommen. Gut zu hören. Schön, dass ich helfen konnte. Also habe ich den ganzen Tag damit verbracht, Dinge umzuschreiben. Auch die Sachen für die Zeitung noch zu erledigen. Alles in allem ein produktiver Tag. Schön zu hören. Gönn dir aber auch mal eine Pause. Das vergessen viele, wenn sie einmal im Flow sind. Das werde ich tun. Wo wir gerade von Krankenhäusern sprechen. Was macht dein Krankenhausverwaltungsleben? Ist das überhaupt ein Wort? Ich bin mir nicht mal sicher, was du in deinem Job überhaupt machst. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Die meiste Zeit halte ich den Betrieb im Krankenhaus am Laufen. Schaue, wie viele Fachleute kosten und wie diese Kosten unsere Umsätze beeinflussen. Ich arbeite aber auch viel mit den Erkrankten und ihren Familien zusammen. Wenn sie so etwas wie Operationen benötigen, dann liste ich auf, was wir machen werden und wie viel das kosten wird. Als wäre das so eine Regel, dass die Leute immer ihr Handy auf den Tisch legen. Stimmt. Das machen echt viele, gell? Also, lustigerweise, beim Sushi-Restaurant habe ich zum Beispiel auch gemacht, weil der Stuhl, der hatte so eine Lücke quasi zwischen Lehne und Sitzdingens. Und das war genau auf der Höhe, dass mein Handy in meiner Hosentasche immer hängen geblieben ist. Deswegen musste ich das auf den Tisch legen. Aber die machen das echt oft. Aber ich finde auch die Hülle von Freya voll süß. Das Einzige, was mich stört, ist, sobald das Handy vibriert, bei denen vibriert auch mein Controller. Das ist ein bisschen nervig. Aber es ist irgendwie auch ein süßes Feedback. Also ein Feature, meine ich. Feature wollte ich sagen. Also, wie ein Unternehmer für das Leben der Menschen. Sozusagen. Verdammt, es hört sich kompliziert und schwer an. Deshalb ist das der perfekte Job für mich. Für viele Leute wäre das zu emotional anstrengend, während andere wie mein herzloser Freund hier nur die geschäftliche Seite sehen würden. Ein gutes Argument. Warum wird nicht mehr über deine Art von Job geredet? Ich glaube, dass viele Leute einfach nicht wissen, dass es uns gibt. Aber das ist doch ein spannender Job und trotzdem redet keiner darüber? Vielleicht sind viele in der Verwaltung, so wie ich. Wir reden wenig über unsere Arbeit außerhalb des Krankenhauses. Warum? Ich selber habe nie einen Anlass dazu. Ja, jetzt hast du aber einen, also... Ups, das Knapfel habe ich schon. Also ich finde so ein bisschen doof, dass der Pokécheck die ganze Zeit nicht funktioniert. Aber mal gucken, ob der Bot jetzt ein bisschen gönnt. Es sind ja sehr persönliche Geschichten, die ich bearbeite. Also professionell und loyal. Das ist eine tolle Denkweise. Denkst du nicht auch, Freya? Hey! Ihr würdet etwas weniger Loyalität aufstehen. Ihm. Hide. Du machst den Job schon eine ganze Weile, oder? Also seit fast 50 Jahren. Wow, das wusste ich nicht. Warte. Seit 50 Jahren in der gleichen Position? Wow. Verhandle doch eine Beförderung. Man hat mir schon öfter eine neue Position angeboten, meistens irgendwas im Management. Nimm sie an. Bin nicht interessiert. Warum? Das ist keine Arbeit, die ich machen will. Und wie ich dir vorher schon gesagt habe, ich mache meinen Job gerne. Aber du würdest doch bestimmt einen besseren Lohn bekommen, wenn du die Beförderung annehmen würdest. Ah, natürlich. Aber mir reicht das, was ich bekomme. Und selbst in meiner jetzigen Position bekomme ich immer mal Gehaltserhöhung. Das verstehe jemand. So ist Gala nun mal. Naja, meine Schicht beginnt bald. Ein böses Knapfel. Böses Knapfel. Geflogen. Naja, meine Schicht beginnt bald. Es war nett, mit euch beiden zu quatschen. Bleibst du noch, Hide? Ja, ich mag die Stimmung hier gerade. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Jupp. Gute Reise. Wir sehen uns, Mimi. Und wir auch noch, Freya. Ciao. Pass auf dich auf. Oh nein. Böses Knapfel. Weißt du, es ist wirklich schwer zu glauben, dass jemand wie Gala dein bester Freund ist. Darüber haben wir gerade besprochen, bevor du reingekommen bist. Oh, wirklich? Verdammt, ich habe eine gute Geschichte verpasst. Also, wie habt ihr beide euch kennengelernt?
Muss ich die Story wirklich wiederholen? Ja, komm schon, du hast doch gerade eh nichts vor, oder? Okay. Damals, als dieses Café noch eine Bar war. Blablablablu, blablabla. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Carla beim Militär war. Okay, er ist so stark gebaut, dass er an vorderster Front stehen könnte. Aber dennoch, wie kam es dazu, dass er, naja, von so einem körperlichen, anspruchsvollen Job in die Medizin wechselte? Naja, darüber spricht er nicht gerne mit Leuten. Aber du weißt es doch, oder? Du denkst, dass ich dir die Story erzählen würde? Natürlich! Er will nicht darüber sprechen. Braucht er nicht. Aber du... Ernster Freya, komm schon. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Man muss die Person selber fragen. Wenn die nicht möchte, dann ist das so. Ohne Details zu verraten, aber in einem Krieg eingezogen zu werden, verändert etwas in dir. Oh, verstehst du jetzt, warum Gala nicht darüber sprechen möchte? Noch nicht so ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass es damals sehr schwer war. Seine Stärke war das Einzige, was ihm Selbstbewusstsein gab. Also hat er nur Muskelarbeit gemacht. Dem nicht half, über sein Trauma hinwegzukommen. Natürlich nicht. Aber das war das, was er gut konnte, dachte er zumindest. Und du hast ihn wegen seiner Stärke angeheuert? Hey, ich wusste damals nichts von ihm. Er war ein guter Bodyguard. Wir waren noch nicht so gut befreundet. Also war das nichts Persönliches. Ich brauchte nur seine Kraft. Aber je mehr wir uns kennenlernten, desto interessierter war ich an ihm. Interessierter? Er ist eine coole Person. Fertig. Und nach ein paar Monaten bemerkte ich sein Problem. Ich schlug ihm vor, mit jemandem zu reden, sich Hilfe zu suchen. Wollte er aber nicht. Das überrascht mich nicht. Hallo, Tokyo Toga! Einen wundervollen, cuten Nachmittag an dich. Hallo! Schön, dass du mich auf Twitch besuchen kommst. Das überrascht mich nicht. Aber ich drängte ihn dazu. Wie? Eine längere Geschichte. Aber er hatte sich endlich professionelle Hilfe gesucht. Natürlich sagte er mir nicht, was während der Therapie passierte, aber er fand einen neuen Sinn in seinem Leben. Hörte auf, für mich zu arbeiten, fand kurz danach seinen Job im Krankenhaus und arbeitet seit...